Gleich 20 Uhr gehen wir live und zwar zum Thema Wolf. Wir sind hier in der Eifel, ja, und ganz viele Menschen sind da. Du bist die? Kerstin Simonis. Du hast das Ganze hier organisiert? Jawohl. Und gleich werden viele Leute sprechen, unter anderem Thomas Gräf vom LSV. Ja, hallo zusammen. Thomas, du hast den Sticker schon mit dran, Wolfsgebiet, ja. Hinter dir ein Hotel und Tourismus. Ja. Was ist das Kernproblem, um was es heute Abend um 20 Uhr gehen wird? Ja, unser Kernproblem gleich ist natürlich die Weidetierhaltung und unsere Tiere. Klar, wir sind ja auch landwirtschaftlich unterwegs. Aber was ich aber unbedingt sagen muss, ist ja, was viele verkennen, ist hier der Tourismus. Hier sieht man auch ein schönes Hotel mit Fremdenzimmer und so weiter, mit Catering und was weiß ich was, ja, was demnächst alles, wenn der Wolf hier zuschlägt und es kommen keine Touristen mehr hier in die Region, dann leidet der auch. Dann ist das auch hier vorbei und dann werden auch viele Arbeitsplätze wieder frei. Ja. Also muss ich da wirklich mal im Klaren sein, worauf die Leute sich da einlassen, wofür die im Moment viele Steuergeldern wirklich verprasst werden. Und dann wird hier alles kaputt gemacht und letztendlich hat die Eifel sich durch den Tourismus letztendlich wieder, ich sag jetzt mal, vom damaligen schlechten Niveau auf heute wirklich gutes Niveau, Wanderwege, Eifel und so weiter, hat sich ja viel getan. So, und das kann alles ganz schnell wieder die Wupper runtergehen und das wollen wir nicht. Und daher sind wir heute hier, um auch gegen den Wolf die Argumente zu bringen und sagen, wir können hier nicht mit dem Wolf leben. Wir müssen irgendwo eine Lösung finden, aber so wie die sich das vorstellen, immer weiter und ohne Begrenzung geht nicht. So, wir werden auch Gegenstimmen wahrscheinlich hören von sicher. Anderen Leuten. Und natürlich sind auch Familien mit Kindern betroffen von der Situation. Ja, dann haben wir hier wen? Ja, Lars-Erik Broch von der Weidezone Deutschland. Den Kanal kennen wir auch, hier können wir mal drauf gehen. Ja, ich wurde von der Kerstin eingeladen, um mir ein bisschen was generell über die Thematik Wolf in Europa und Deutschland zu erzählen, halt über die Gesamtproblematik. Ich komme übrigens daher, wo der Thomas gerade gesagt hat, es geht über die Wupper, ich komme aus Wipperfürth und da heißt die Wupper noch Wipper. Ja, mit Markus hatte ich ja eben auch Kontakt. Gerne bitte nachher auch das Video teilen, wenn wir live sind, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Wen haben wir hier? Ralf Bierling, ich bin im Verbandsgemeinderat für die FDP, im Verbandsgemeinderat Super. Daun. Wir machen uns Sorgen, wenn der Wolf kommt, über den Tourismus, über die Familien, die mit den Kindern hier im Wald spazieren gehen, auch darüber, dass viele Menschen einfach im Dunkeln oder auch am helllichten Tag alleine unterwegs sind. Ich bin ja selber auch Single und laufe alleine durch die Gegend. Dass das sehr schwierig sein wird, wenn wir viele Wölfe irgendwann da haben, denn es werden ja immer mehr. Der einzelne Wolf tut mir nichts, aber es werden immer mehr und es ist ja auch niemand da, der dafür sorgt, dass die Wölfe irgendwie weniger werden und einen vegetarischen Wolf hat man auch noch nicht gezüchtet. Tja, wir sind gespannt, wer gleich noch alles kommt. Ich habe gehört, die Landrätin kommt auch heute. Ja, eingeladen sind die Herrschaften alle, NABU, Landrätin, Bürgermeister. Warten wir mal ab. Gucken wir mal, wer kommt. Also, genau. Gleich geht's los, 20 Uhr. Habt ihr mal so einen kleinen Einblick und hier ist übrigens auch die Demo-Pudelfrau, die ist nämlich auch schon da. Und hier hinten in der Halle geht's gleich los. Und wir zeigen auch mal das Plakat. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und ich bin gleich gespannt auf die Redner und mal gucken, was heute passiert. Ja, definitiv. Also, wir gehen mal hin, dann zeige ich euch auch nochmal den Flyer. Wer hier in der Eifel ist, kommt natürlich noch gerne vorbei. Ja, und wer es nicht schafft, der kann das hier gleich bei mir auf dem Kanal mit beobachten. Ja, Thema Wolf, ein Thema, was uns alle in Deutschland angeht. Und ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir sehen und hören uns gleich im nächsten Video, 20 Uhr, live von hier oben mit ganz vielen tollen Rädern. Ihr Lieben, bis später. Ciao. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.